Hallihallo, moin, willkommen zurück hier. Die Hopfach ist wieder da und ja, ich stehe mit dem MB-Truck beim Shop und das hat eigentlich nichts Gutes zu sagen oder zu heißen. Ja, wir brauchen Geld, weil wir einen Ballensammelwagen kaufen wollen. Ich habe da jetzt was mit reingenommen, und zwar hier den, ach, der kostet 90.000. Ordentlich, ordentlich. So, ich denke, wir werden dann wirklich unsere Rundballentechnik verkaufen und komplett auf Quaderballen umwechseln. Der kann zwar hier jetzt weniger fahren, der kriegt halt nur 14 Ballen drauf. Aber ich dachte mir, wir können ja rein theoretisch am Feld oder auf dem Feld mit dem sammeln und dann mit dem LKW die Ballen wegfahren. Mit Autoload. So als Option, sag ich mal. So, das heißt aber jetzt erst einmal. Oh, hallo, hallo, ja, ich mache schon Platz. Ja, der Kalkstreuer ist fertig gewesen von der 164. So, dann lassen wir den mal darüber fahren. Ja, den lassen wir hier stehen. Ach ja, genau, guck mal, es hat aufgehört zu regnen. Aber wir haben keinen Abfahrer. Ha! Also wird das erstmal nichts. So, was machst du hier? Ja, bist nur rückwärts gefahren. Okay. So, der presst hier fleißig weiter. Wir haben gepresst 110 Ballen. Ach du heilige Scheiße. Warte, halt mal. Ha, halt. Wenn du die ganze Zeit schon hier am Piepen bist, dann kriegst du mal schnell ein bisschen Sprit hier rein. So, und dann werden wir jetzt mal schauen. Wir sammeln nur gewickelte Ballen. Soll er sammeln? Dann schauen wir mal, ob das so funktioniert. Dann lassen wir den nämlich jetzt einfach die Ballen sammeln, bis er voll ist. Dann laden wir die ab. Im späteren Zuge soll das dann sogar so funktionieren, dass wir die Ballen vielleicht automatisiert sogar ins Ballenlager bringen. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Das werden wir dann sehen. So, wir bringen den erstmal so ein bisschen in die Nähe. So, dann gucken wir mal, wie das so läuft. Ob das läuft. Böen direkt dran vorbeigefahren. Perfekt. Also irgendwie passt das nicht so optimal. Ich weiß nicht, ob wir hier den Geräteversatz vielleicht mal einstellen sollten. Mal gucken, ich habe jetzt. Meter 50 in die eine Seite. Mal gucken, ob er jetzt besser dran fährt. Irgendwie nö. Ach, guck mal, jetzt hat er mal den ersten, hat er mal geschafft. Und jetzt probieren wir das mal, wenn wir das in die andere Richtung schieben. Irgendwie
nicht so optimal, was er da gerade macht. Er fährt wieder stockvoll dran vorbei. Ja, ich setze das mal wieder auf 0. Oh, jetzt müssen wir mal gucken, wie. Ja, es geht einfach weiter rüber hier. Ich hätte jetzt gesagt, so müsste es eigentlich passen. Aber er setzt ihn jetzt wieder. Hä? Warte mal, das ist. Kollege, du machst mich gerade hier verrückt. So, wenn wir sagen, so, da sind wir bei 2,50. Probieren wir es nochmal. Und hier wird was blockiert. Und was wirst du blockiert? Achso, du, ich sehe es. So. Ja, und da ist der nächste schon. Oh. So. Achso, hier. Der schafft das einfach nicht. Ich weiß nicht, wo, ob das jetzt wirklich am MB-Truck liegt. Es ist auf jeden Fall komisch. Komm, dann lass uns mal hier ein bisschen. Weil bei den Rundballen hat es ja auch funktioniert. Das ist ja das Komische. Ja, wir werden das mal irgendwann mit einem anderen Traktor ausprobieren müssen. Das wird ja noch eine Weile dauern hier, das Ganze. Mal rein. Na komm, das bringt dir so nichts. Das heißt, du fährst mal nach Hause. Dann können wir auch erstmal wieder mit dem LKW einsammeln. Wenn wir das eh selbst machen müssen. Das geht auf jeden Fall schneller. Ja, und wie gesagt, wenn die Ballenpresse fertig ist, dann würde ich da einmal gucken, dass wir das mit dem 724 nochmal testen. Weil ich denke mal, Möglichkeiten dazu werden wir noch jede Menge haben. So, das sind wieder die. Ah, guck mal, jetzt haben wir den einen da wegbekommen. Sehr gut. Weil das Ding ist halt, wenn das funktionieren würde mit dem Einsammeln, auch automatisiert, dann könnten wir viel mehr Missionen eben auch mit den Quaderballen machen. Weil das wäre dann halt eine vollautomatisierte Geschichte, die dann laufen könnte. Aber, man kennt das. Gut, wir könnten, aber warte mal, wir haben doch, warte mal, wo ist er? Hä? Hier. War du mal zu 110. Wir probieren das einfach mal mit dem hier aus.
Und wir lassen aber den Isaria auch hier. Dann bekommt der einfach mal den Ballensammelwagen dran. Dann gucken wir mal, was dann passiert. Ja, ach, da drüben kommt der im Betrag. Na gut, dann stellen wir das jetzt erstmal wieder hier auf die Seite. Laden die einmal ab. So. Weiß gar nicht, hat es hier schon wieder irgendwas an Paletten gegeben? Ja, es ist immer noch das Birnenproblem. Das ist Birnen und Pflaumen. Ja gut, Pflaumen haben wir erst neu gepflanzt da drüben. Birnen. Wir brauchen mal Birnen. Wieso schmeißt der die Paletten nicht raus? Das müssen wir uns doch mal angucken. Apfel, die sind alle auf Auslagern. Aprikosen, Birne auch. Ich hätte geschätzt, dass wir bei 4000, dann sind das vielleicht 5000er Paletten. Okay, das kannst du auch haben. Ja gut, dann warten wir da mal noch ein bisschen. So, sonst ist erstmal nichts. So, guck mal, der ist da. Dann brauchen wir den Ballensammelwagen. Da unten steht er. Dann gucken wir mal, ob es so mit dem besser funktioniert. Ja, das ist der MB-Truck, der ist unten am Hof. Aber das heißt, wenn das funktioniert, können wir den MB-Truck ja zum. Ja, komm mal, der macht gleich den ersten. Richtig. Nee, dann können wir den MB-Truck zum Drescher abfahren nutzen. Da bekommt der den Anhänger dran. Dann müssen wir mal gucken, wo das denn war. 73 zum Marktstand Rheinsberg. Dann programmieren wir den doch mal. Ups. 73. Marktstand Rheinsberg. Passt. Los geht's. So, und. Das ist einfach der MB-Truck, der da Probleme macht. Aber gut, gut zu wissen, gut zu wissen. Oha, hier haben wir Feldinseln mit drin. Ja, das Problem, was wir jetzt aber trotzdem noch haben, also wir fahren hier auch mal gegen den Uhrzeigersinn. Wenn wir Ballen machen für Stroh, haben wir jetzt halt nur das Rundballenlager da am Hof und kein Quaderballen. Da müssen wir uns was überlegen. Gut, wir könnten rein theoretisch das ganze Stroh umpacken über unser Lager. Das werde ich dann wohl irgendwann mal machen müssen. Weil wenn wir gucken, ich weiß gar nicht, ist das eigentlich gemietet? Nee, das ist alles gekauft. Ballentechnik. Halt, hier.
Ballentransport, der bringt 34.000. Ja, komm, ich hau das jetzt einfach so weg. Und die Ballenpresse, die Rundballenpresse auch. Zack, dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Geld. Dann passt die Sache. Oh. Okay, du hast hier ein bisschen viele Ballen eingesammelt. Ja. So, dann nächster Wegpunkt, weiter geht's. So, wir haben dem noch nicht gesagt. Gut, das war jetzt mein Fehler. Jetzt hat er einen Grasball mitgesammelt. Ich hätte dem noch sagen sollen, nur gewickelte. Aber ist doch schön, dass das so funktioniert jetzt mit dem. Das heißt, wir können da in der Zukunft mehr Ballenmissionen machen. Auch wenn wir dann da klar mehr Traktoren brauchen, das ist klar. Aber egal. Weil halt der Big M und die Ballenpresse nicht zusammen funktionieren. So, ja, dann schmeißen wir die erstmal drüben hin, lassen den wieder lossammeln und den einen Grasballen, den nehme ich dann halt von Hand und schmeiß den einfach hier aufs Feld, dass der dann auch noch gewickelt wird. Und wenn dann hier oben das Gras weg ist, können wir hier dann mal das Ballenlager bauen und gucken, ob wir das eben mit Autodrive richtig angebunden bekommen, dass es automatisiert funktioniert. Weil das wäre das Beste, was gehen könnte. Wir könnten, na klar, warte mal, das können wir doch machen. Wo ist denn die Ballenpresse? Du bist gerade, na klar, ganz unten. Wenn der oben ist, würde ich einfach mal die Ecke, wo das Ballenlager hinkommt, frei essen, sozusagen. Und dann können wir in der nächsten Folge da das Ballenlager bauen. So wird da ein Schuh draus. Dann können wir da das mit Autodrive anbinden irgendwie. So, hier wird Doppelblockade. Ja, das habe ich mir schon irgendwie gedacht, dass die zwei sich da in die Quere gekommen sind, wo so zwei parallel aufgeploppt sind. Das ist dann meistens der Fall. So, achso, der Impetra kann keine Werkstatt finden. So, der kann wieder los hier. So, achso, du bist aber hier und tankst ab. Okay. So, wir müssen gleich hier dann mal das machen. Da würde ich aber sagen, diesen Punkt hier oben dann freipressen und ein bisschen aufräumen. Das mache ich gleich mal ohne euch. Und dann können wir nämlich in der nächsten Folge voll rein starten und da das Ballenlager setzen und vielleicht dann eben schon automatisiert das Zeug hinbringen lassen. Also,
würde ich sagen, schaut wieder rein. Das wird, denke ich mal, eine spannende Sache werden. Ja, bis morgen früh um 5. Macht's gut.